komplettes Theaterstück auf die Beine zu stellen. Das haben sie ganz toll gemacht und wir freuen uns auch sehr, dass nach 2 Jahren wieder Frau Patrick Rauch aus Deutschland zu uns gekommen ist und mit unseren Kindern das einstudiert hat. So, einen Applaus. Schon alle sehr aufgeregt und zittern schon ein bisschen, entweder in den ersten Schulreihen oder hinter der Bühne. Deswegen legen wir jetzt los und wünschen Ihnen viel Spaß bei der Aufführung. Und da die Kinderstimmen zum Teil ja auch nicht besonders laut sind und die Kinder auch nicht so, wie meine Kinder in Deutschland, ans Lautsprechen gewöhnt sind, wir auch keine Mikrofone haben, bitte ich ganz, ganz herzlich, außer klatschen, bitte ganz leise zu sein, damit es auch ankommt. Viel Spaß! Will er mich umbringen?
wenn du es sagst. Jungs, seid ihr bereit? Siete pronti? Ja! Also Männer, was machst du denn noch hier? Ihr geht zum Geschäfte. Hau ab! Formaggio, Panettone, bring mir den Koffer. Wir haben ihn nicht aus den Augen gelassen. Ja. Extrablatt, Extrablatt! Was plant die Parole gegen den Chinatown? Möge die Tarnung und alter Wunder auf das vorbereitet sein, was aus Chinatown kommt. Seltsame Geschehnisse in Washington. Wer hat den Präsidenten Frosche ins Feld gesetzt? Blöder Streich oder heimtückische Anklage? Lesen Sie exklusiv die aktuellsten News des Tages. Extra Blatt! Chanel, bring mir so eine Zeitung sofort, subito! Schön, da ist ja so ein Koffer, ob es der mit dem Hauptkleid ist? Das werden wir gleich erfahren, aber jetzt still, sonst entdecken sie uns. Pagode Gang, diese elende Chinesebande! Wenn die Hochzeit vorbei ist, dann machen wir sie platt, Jungs! Ja, Boss! Ihr werdet diesen Koffer wie euer Augapfel hüten. Wenn er verloren geht oder jemanden aufmacht, dann landet ihr mit Betonfüßen im Fluss. Ist das klar? Ci capito? Ja, Boss. Ja, Boss, wir sind schon fast. Aber Boss, wir sind schon fast die Familie. Uns kannst du doch vertrauen. Wir verlassen jetzt auch wirklich niemanden. Wirklich nicht gut. Wir sind schon mal gehen. Also kannst du uns sagen, was ich dir schaffe? Mama. Seid ihr verrückt? Sie sind Patsy. Glaubt ihr nicht, dass ich euch meine Geheimnisse verrate? So ist unser Boss. Thank you.
Ehrenwerte Freunde, gefällt mir nicht. Viva, viva! Dieser Alkanone, er ist der mächtigste Gangsterboss in Chicago. Das, ehrenwerte Freunde, gefällt mir nicht. Viva, viva! Wir werden etwas unternehmen müssen. Und was werden wir unternehmen? Wir werden sie wohl töten müssen. Denn wir, die Pagodengang, wollen die mächtigsten Gangster in Chicago sein. Aber es soll so geschehen, dass die Polizei uns nicht damit in Verbindung bringt. Denn das, ehrenwerte Freunde, würde uns nicht gefallen. Viva, viva! Ich sag mal rein. Viva, viva! Dann soll es geschehen, wenn wir nicht dabei sind. Wie soll das gehen? Wir werden ihnen eine Bombe schicken. Eine Zeitbombe. Das, ehrenwerte Freunde, gefällt mir gut. Da gehen sie in die Luft und wir sind schon längst in Chinatown. Das, ehrenwerte Freunde, gefällt mir gut. Wie war, wie war. Und wie soll die Bombe aussehen? Habt ihr den Koffer gesehen? In so einem Koffer wird unsere Bombe sein. Das fällt überhaupt nicht auf. Und das, ehrenwerte Freunde, gefällt mir gut. Wie war, wie war. Thank you.
Damen bringen? Frühlingsrolle, Jasmin-Tee oder Topsoi? Haben Sie auch Englisch im Teller? Werte Damen, sind in Chinatown, bekommen Sie nur chinesische Tee. Bringen Sie alles, was Sie zuvor gesagt haben. Wem gehört das Restaurant hier? Restaurant gehören Ehrenwerte Ying Ying, Yin Yang und Yin Yong. Egal, Hauptsache was essen. Aber schön, was sollte das mit den Fragen? Wir sind mitten im Gangstern in der Pagode-Gang. Denn die Jungbrüder, denn die drei Jungbrüder sind der Kopf der Bande. Nun egal, Hauptsache was zu essen. Wenn es bloß keine gebrannten Hunde sind, die Chinesen sind dafür bekannt. Hunde im Chop Soy! Entschuldige, kannst du mir nur so den Appetit verderben? Schau mal, da sind ja die feinen Herren. Und guck mal, was sie dabei haben. Jetzt brat mir einer einen Storch, da ist ja noch so ein Koffer. Wo immer die auch hingehen, die müssen hinterher. Aber ihr Chop Soy! Bringen Sie den gebratenen Hund, der lebt ja am Nebentisch. Aber sein nicht gebratener Hund, sein gebratener Schlangenleber. Thank you.
Koffer her. Was erlauben Sie sich? Nur über meine Leiche. Sagen Sie das lieber nicht so laut. Sie machen das wahr. Ich gebe Ihnen den Koffer nicht her. Sie fliegen Sie unbewohnter Platz. Dann geben wenigstens Sie Ihren Koffer her. Was knallt es? Es ist ein wichtiges Beweisstück in unserem derzeitigen Fall und wir haben keine Angst vor Ihnen. Sie, hören Sie, der schießt hier niemanden. Viel zu viele Zeuge, oder? Ich habe keine Koffer und muss zurück nach Chinatown Chop Suey kochen. Ach du Schreck, die Schlangenleber! Ups! Da, jetzt ist sie weg. Hätten Sie sie nicht wenigstens aufhalten können? Man hätte ja nur von unfähigem Personal umgeben. Mona, Lisa, wir gehen. Ja, Mama, Telefon, Mama, wir gehen jetzt und ihr bleibt da. Hey, angewählte Schnalle, hier geblieben. Gute Idee! Ab in die Bar. Dann kann der Boss seinen Koffer raussuchen, ohne dass wir ihn aufgemacht haben. Das, ehrenwerte Freunde, gefällt mir nicht. Viva, viva! Wenn alle diese Leute in der Costa Nostra Bar sind, dann können wir den Koffer nicht heimlich verstecken. Das, ehrenwerte Freunde, gefällt mir nicht. Aber... Die Bombe tickt und wir haben keine Zeit. Wir schleichen uns zur Bar. Das, ehrenwerte Freunde, gefällt mir gut. Viva, viva! Wir stellen unseren Koffer zu den anderen. Es fällt nicht auf. Das, ehrenwerte Freunde, gefällt mir gut. Viva, viva! Und dann kabum! Das, ehrenwerte Freunde, gefällt uns sogar besonders gut. Viva, viva! Was soll das, Jungs? Drei Koffer, ich noch nicht hatte nur einen. Joa, bringt ihr ohne Valide. Boah, wir können es den Koffer nicht herausfinden. Es war ein nahtloses Durcheinander. Jack the Knife? Die eigene Ziegel in den Koffer! Monster Bang Bang. Und Killer Slim. Und diese Schnüffler. Und diese Schnüffler geht auf. Stiletto, hast du was rausgefunden? Sag es sofort! Nur das Formage und Panettone in den Koffer haben. Bende Bullet, was meinst du? Ganz klar, dieser Koffer ist lauter. Ganz klar, dieser Koffer ist lauter. Scarface, deine Narbe zuckt, hast du mir was zu sagen? Sag es sofort, die Meldung sind wir. Die Schnuffeltante ist verdächtig. Die hat den Koffer. Süße, was denkst du? Das ist nicht so leicht. Das ist Mama bleibt. Ich werde ihn
sagen, welcher Koffer wir gehört. Ja, Shirley, tu das. Es ist ein fürchterliches Durcheinander hier. Haben Sie das Kleid gefunden, Miss Holmes? Wo? Mein Hochzeitskleid. Jetzt geht vor, ich hab's verloren. Das war... Shirley Holmes sollte das und Shirley Holmes sollte das wieder finden. Es tut mir leid, es hat keine Absicht. Selina, du solltest es fast zur Meinung bringen. Hab's ja auch. Aber mein Abholen ist der Kopf verloren gegangen. Mein Hochzeitskleid. Keine Sorge, in einem der Koffer ist das Kleid. Wenn Shirley das sagt, dann stimmt es auch. So ein Durcheinander! Da wird man ja ganz dusselig. Das bist du doch schon immer, Charmaine! Ach, ja, das stimmt. Los, schnüffel, du sie, sag in welchen Koffer wem gehört. Und keiner wird geöffnet, sonst blüht und pust dich in die Birne weg. Die Fatsche sind Saltari Cervello. Dieser Koffer gehört Lady Corkindale. Sie und auch der Koffer riechen nach Chanel Nummer 5. Was? Das ist ein Parfüm! Männer, öffnen! Unerhört! Was ist so geheimnisvolles Leben? Na.
die Traumringe. Außerordentlich gut. Viva! Viva! Viva.